erstmal mit Neil sprechen. Ich habe ein Schwert gefunden. Na siehst du. Du kennst dich hier gut aus. Ich denke schon. Was willst du wissen? Du hast eben eine Vulkanfestung erwähnt. Was ist das? Das ist der letzte Ort, an dem du sein willst. Dort hat sich die Inquisition niedergelassen und bildet ihre Rekruten aus. Besser, du hältst dich von dort fern. Komm lieber zu uns ins Lager. Warum sollte ich zu euch ins Lager kommen? Wir haben Fleisch, Bier und wir machen aus dir einen anständigen Kämpfer. Ein Schwert hast du ja schon. Oben in der Vulkanfestung lassen sie dich höchstens mit dem Stock trainieren. Wo gibt es hier was zu holen? Tja, hier jedenfalls nicht. Die Bauern haben alles mitgenommen, als sie zur Hafenstadt aufgebrochen sind. Die Weißen lassen niemanden rein oder raus aus der Stadt. Warum nicht? Ganz einfach, weil sie niemanden hier draußen haben wollen, der sich an den Ruinen zu schaffen macht. Wir Banditen sind womöglich die Einzigen, die noch frei sind. Ich sag dir, geh in die Hafenstadt oder komm zu uns. Alles andere wäre Wahnsinn. Was weißt du über die Hafenstadt? Wenn du es einmal hineinschaffst, lassen dich die Weißen in Ruhe. Ein paar unserer Jungs sind drin, die helfen dir bestimmt weiter. Ich kann dir den Weg zeigen, auch wenn du bei uns im Lager besser aufgehoben bist. So, dann lasse ich mir erstmal den Weg zur Hafenstadt zeigen. Zeig mir den Weg zur Hafenstadt. Kein Problem, folge mir. Folge Neil zum Novizenhof im Osten. Nichts leichter als das. Die Erfahrungspunkte lasse ich nicht verkommen, indem ich ihm hier einfach ein bisschen folge. Ah, hier gibt es da was zu plündern. Zwei Kräuter, Grünblatt und Heilkraut. Weiter jetzt. Ja, hetz mich nicht. Oh, das ist ein Wolf. Vorsicht. Siehst du den Bauernhof unten im Tal? Klar, ist ja nicht zu übersehen. Dort unten arbeiten einige Novizen. Du erkennst sie an ihrer braunen Kleidung. Novizen sind Lehrlinge der Magier aus der Vulkanfestung. Sprich mit ihnen. Sie werden dir helfen, zur Hafenstadt zu kommen. Aber hüte dich vor den Weißen. Sie arbeiten mit den Magiern zusammen. Die verstehen keinen Spaß. Wenn sie dich erwischen, hauen sie dich um und werfen dich in die Vulkanfestung. Danke, ich denke, ich hab's kapiert. In Ordnung. Dann gehe ich mal wieder auf meinen Posten. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Wir sehen uns. So. Jetzt habe ich gelernt, wo der Novizenhof ist. Den werde ich auch mal ansteuern, wenn ich zur Hafenstadt will. Und in die Hafenstadt muss man, wenn man Magier werden will. Das geht nicht anders. Man darf nicht zuerst in die Vulkanfestung gehen. Ganz wichtig. Aber ich will ja einen Magier-Dieb spielen. Deswegen werde ich erstmal zum Banditenlager gehen und da so zwei, drei Sachen lernen und machen. Allerdings ohne mich den Banditen anzuschließen. Und deswegen werde ich Neil mal fragen. Führe mich zu eurem Lager. Kein Problem. Folge mir. Jetzt geht's in die andere Richtung und auch die Erfahrungspunkte nehme ich gerne mit. Leicht verdient. Und es wird allmählich Abend. Gar nicht gut. Bevor es hier Abend wird, sollte der Held irgendwo ein sicheres Plätzchen gefunden haben zum Schlafen. Na? Wo führst du mich denn hin? Da! Siehst du die Ruine, die dort im Norden aus dem Boden ragt? So eine habe ich schon an anderer Stelle gesehen. Dort haben die Weißen vor einigen Tagen ein größeres Artefaktlager errichtet. Wenn ich du wäre, würde ich mich dort nicht sehen lassen. Jemanden wie dich kassieren die Jungs sofort ein und werfen dich in die Vulkanfestung. Dort werden sie dir den Stabkampf beibringen und dich in den Ruinen verheizen. Nett. Nicht wahr? Also, überleg dir das gut. Komm weiter. Es ist nicht mehr weit bis zum Sumpf. Folge Neil weiter nach Westen. Das war nur ein kleiner Abstecher gerade zu diesem Artefaktlager. Aber das ist mir vorerst egal. Hier gibt's einmal Grünblatt. Und hier gibt's nochmal Grünblatt. Komm mit! Komm mit! Ja, genau. Werde ich machen. Pilzchen.
Wenn du hier dem Weg weiter Richtung Norden folgst, kommst du in unser Lager. Aber lass dich von unseren Jägern nicht zur Arbeit einspannen. Die faulen Hunde suchen nur einen Grund, um nicht jagen zu müssen. Danke, ich komme schon zurecht. In Ordnung. Ich gehe dann mal wieder auf meinen Posten zurück. Viel Glück. Wir sehen uns. Ja, nicht so schnell. Stopp. Ich habe eine Frau unten im Süden zurücklassen müssen. Im Süden, sagst du? Die Wildnis da unten ist gefährlich. Da wird sie alleine nicht lange überleben. Gut. Ich kümmere mich um sie, sobald ich Zeit dazu habe. Wenn du sie das nächste Mal siehst, dann kannst du ihr ja sagen, dass ich sie holen werde, sobald ich einen Platz für sie gefunden habe. Ah, das war aber auch gefährlich, jetzt einem unbekannten Mann einfach zu sagen, dass irgendwo eine schutzlose Frau sitzt. Aber ich glaube, Neil ist von der guten Sorte. Da hat Sarah nichts zu befürchten, aber ich habe ja was zu befürchten von dieser Stachelratte. Mann, ist das gefährlich hier. Ja, es wird Abend, unzweifelhaft. Darunter geht es zum Banditenlager, aber ich schicke den Helden nochmal zurück zu Sarah, um ihr Bericht zu erstatten, dass da jemand namens Neil sie abholen wird, dass sie sich da nicht sorgt, wenn da einer auftaucht, der nicht ich ist. Und in dem Häuschen unten, wo Sarah ist, da werde ich den Helden auch schlafen lassen und dann am nächsten Morgen mal auf zum Banditenlager marschieren. Rechts waren Wölfe, auweia. Zwei Wölfe sind momentan ein ziemlich sicheres Todesurteil, glaube ich. Da muss ich schon Glück haben, dass ich da nicht gefressen werde. So. Also. Der Plan ist klar. Zurück zu Sarah. Und da der Weg zurück zu Sarah bekannt sein dürfte und da auch nicht mehr so viel passieren dürfte, die Monster sind ja schon weg und auch die Kräuter, werde ich den Weg zurück zu Sarah mal gerade überspringen. Da unten ist Sarah und ich gehe aber erstmal ins Haus, um das Bett zu benutzen und bis zum nächsten Morgen zu schlafen. Sarah kann ja am Feuer ruhen. Also, bis zum nächsten Morgen schlafen. Und dann mit Sarah sprechen, dringend. Und nicht mit einem Wasserfass kollidieren. Oh, hier haben sie Wäsche liegen lassen. Oder, nein, das ist ein Teppich. Warum hängt man einen Teppich vors Haus und geht dann weg? Das verstehe ich nicht. Du bist zurückgekommen. Ja, und ich habe Neuigkeiten. Das ist großartig. Was hast du gesehen? Die Menschen auf dieser Insel haben scheinbar ihre eigenen seltsamen Gesetze. Auf der Insel leben Menschen. Doch die Situation ist etwas angespannt. Das ist trotzdem eine gute Nachricht. Das bedeutet, dass ich dieses schreckliche Haus wieder verlassen kann. Danke, dass du zurückgekommen bist, um es mir zu sagen. Bevor ich es vergesse, ich habe diesen Trank gefunden. Hier, du kannst ihn bestimmt besser gebrauchen als ich. Dann will ich jetzt nur hoffen, dass ich bei irgendjemandem Zuflucht finden kann. Man wird sich um dich kümmern. Dafür habe ich gesorgt. Ja? Das ist gut. Dann bleibe ich so lange hier, bis jemand kommt und mich hier rausbringt. Danke. Vielen Dank. Du bist ein guter Mensch. Pass gut auf dich auf. Wäre schade drum, wenn es dich doch noch erwischt. Ah, flirtest du gerade? Level Up Nummer 2, sehr schön. Die Quest allein und verlassen dürfte damit Geschichte sein. Und ich habe noch einen großen Heiltrank abgestaubt. Lass dich nicht unterkriegen. Und Sarah erzählt nichts mehr. So, der Held kann jetzt wieder hochlaufen zu dem Haus, an dem Neil sitzt. Und dann linksrum in Richtung Sumpf und da so kurz vorm Sumpf, wo ich zuletzt gestanden hatte, da melde ich mich wieder. Den Rückweg überspringe ich mal gerade. Und da ist der Held. Geradeaus geht's zum Sumpf. Da hinten sitzt Neil und da oben ist dieses Inquisitionslager. Da sollte ich ja nicht hingehen, hat Neil gesagt. Und das ist auch richtig, wenn ich da nämlich hingehe, dann wird der Held inhaftiert und in die Vulkanfestung gebracht. Und dann hat er nicht mehr die Möglichkeit, Magier zu werden, was er ja will. Also bloß nicht dahin gehen im Moment. Stattdessen geht's mal zum Sumpf, aber bitte an den Wölfen vorbei. Und an allen möglichen anderen Viechern, die hier links und rechts im Gebüsch lauern. Und das Wetter ist so richtig schön sumpfig. Hier ist eine Heilpflanze. Ein bisschen was kann ich ja pflücken, wenn ich dadurch nicht irgendeine Stachelratte an die Hacken bekomme. Da war schon wieder eine. Ah, das hier stibitzt sich mal noch. So. Das hier ist doch ganz offensichtlich ein Sumpf. Und das hier ist ganz offensichtlich ein Bandit. Hey du, wo willst du hin?
Was geht dich das an? Ich wollte dich nur warnen. Der Sumpf ist voller gefährlicher Biester. Geh nicht so weit raus. Die fressen einen Typen wie dich mit Haut und Haaren. Am besten bleibst du auf dem Steg. Oder noch besser, ich gebe dir eine Karte von dieser Gegend, damit du dich nicht verläufst. Also, wenn ich dich so ansehe, wie wär's mit einer besseren Waffe? Woher bekomme ich eine bessere Waffe? Das kommt darauf an, welche Waffe dir am besten liegt. Einige schwören auf das Schwert. Andere wiederum mögen lieber die Axt. Da bist du sicher bei unseren Kämpfern im Tempel, dort im Norden, gut beraten. Ich bin Jäger. Mir liegen eher Pfeil und Bogen. Ich habe einige schöne Exemplare dabei. Wenn das Gold stimmt, könnte ich mich sicher von dem einen oder anderen trennen. Interessant. Was ist das für ein Ort hier? Du bist noch nicht weit rumgekommen, was? Pass mal auf. Alles, was du hier siehst, gehört Don Esteban, unserem Herrn. Der Tempel hier im Norden, der Sumpf hier, einfach alles. Wenn ich du wäre, würde ich es mir mit dem Don und seinem Kämpfer nicht verscherzen. Erzähl mir was über euren Tempel. Das Ding war auf einmal da, kam wie aus dem Nichts, aus dem Boden geschossen. Und mit ihm kamen diese ekligen Biester. Doch unsere Kämpfer haben ihnen ordentlich eingeheizt. Da drinnen lebt garantiert nichts mehr. Jetzt dient der Tempel unserem Don als Behausung. Naja, jedenfalls solange wir noch hier sind. Da hat man gerade schon einen Rottwurm hinter dem Duck gesehen. Oder Doc oder Dau oder wie auch immer man ihn ausspricht. So. Was macht euer Boss, der Don, im Tempel? Don Esteban wartet auf eine Gelegenheit, wieder in die Stadt zurückzukommen. Seit wir hier sind, sammelt er Gold und rüstet sich für einen Angriff gegen die Weißen. Ich hoffe, dass es nie dazu kommt. Mir wäre lieber, die Männer des Inquisitors würden von alleine wieder verschwinden. Aber wer bin ich schon? Das überlasse ich lieber den Kämpfern. Ihr seid nicht immer hier im Sumpf gewesen? Als der Inquisitor mit seinen weißen Kriegern die Hafenstadt übernommen hat, sind wir hierher geflüchtet. Die weißen Typen sind heftig, mit Magie und so, verstehst du? Da sind wir lieber abgehauen. Hoffentlich bleiben die nicht ewig in der Stadt. Was weißt du noch über die Weißen? Nur das, was alle wissen. Komm den weißen Ordenskrieger nicht zu nahe, sonst schleppen sie dich in die Vulkanfestung. Zwangsrekrutierung. Die armen Schweine da oben kriegen erstmal eine Gehirnwäsche und dann werden sie in den Tempelruinen verheizt. Ich mach da nicht mit, das schwöre ich dir. Ah ja. Eklige Biester? Ja, einige von den Viechern schwirren immer noch hier rum. Frag doch mal Ricardo danach. Er ist einer der Kämpfer und Wachposten im Banditenlager drüben beim Tempel. Der kann dir einiges darüber erzählen. Naja, wenn er denn mal das Maul aufkriegt. Was jagst du hier im Sumpf? Da gibt es so einiges, was man hier jagen kann. Doch versuche ich mich schon seit einigen Tagen mit diesem Wurm drüben im Westen. Doch allein ist mir das Monstrum einfach zu gefährlich. Wäre mir lieber, ich hätte Hilfe. Ah ja. Was wäre, wenn ich dir helfe, den gefährlichen Wurm zu jagen? Ich bin nur ein einfacher Jäger. Viel habe ich nicht. Aber wenn wir das Ding gemeinsam erledigen, gebe ich dir 30 Gold. Bereite dich aber besser vor. Das Ding ist nicht ohne, sage ich dir. Okay, also. Lass uns handeln. Erstmal schauen, was er so hat. Er hat einen Bogen, den ich nicht benutzen kann. Einen Bogen, den ich benutzen kann. Die Pfeile dazu. Einen Ring des Geschicks. Einen Kiefermeißel. Das ist sehr schön. Damit kann man Rottwürmern ihre Zähne herausbrechen. Ist aber auch sehr teuer. Eine Flügelschere ist genauso wichtig. Und ein paar Zähne. Was hätte ich ihm denn zu verkaufen? Mein Lieber, du könntest haben von mir 2 Jagdmesser. 3 rostige Schwerte, 2 Sicheln, die ganzen Knüppeläste, einen Schild, einen Ring, der hat ja keinen Effekt. Und dann nochmal hier durchschauen.
Hier von nix. Das theoretisch. Hier eine Hornmuschel. Ja, diese ganzen Trophäen. Zähne kannst du alle haben. Krallen kannst du eigentlich alle haben. Den Knochen und auch Flügelstaub. Das ist am Anfang noch nicht so wichtig. Ich könnte ihm die Muscheln verkaufen, das mache ich aber nicht. Und von hier hinten gibt es nichts. 96,6. Also ich habe fast genug, um mir hier eine so eine Sache zu kaufen. Ein Bogen würde 75 kosten. Wenn ich einen Bogen kaufe, dann kann ich die Bolzen verkaufen, weil die sind ja für Armbrüste. So, dann würde ich sogar noch 26 Gewinn machen. Und ich muss mir merken, dass er Flügelschere und Kiefermeißel hat, weil das werde ich brauchen. Handle das mal bitte. So, dann mal den Bogen anlegen. Waffen. Zack. 16 Pfeile habe ich, das sollte erstmal reichen, ist aber nicht wirklich viel, muss ich dran denken. Und jetzt werde ich mal mit Duck versuchen, den Rottwurm da hinten Platz zu machen. Das ist gar nicht so einfach. Da muss ich schauen, dass der Rottwurm immer schön auf Duck beißt und nicht auf meinen Helm. Los, lass uns den gefährlichen Wurm jagen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Zieh deine Waffe und auf geht's. Bleib dicht hinter mir. Ich glaube, es ist besser, das im Nahkampf zu erledigen. Auch wenn ich jetzt gerade einen Bogen gekauft habe. Waffe raus. So, Duck geht da mal hin und ich laufe um den Wurm herum. Ah, so war das nicht gedacht. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Es läuft gut. Wichtig ist, dass mein Held hier den Wurm erlegt. Ach, herrje. Das war der Falsche. Tut mir leid, Duck. Weil... Hallo, was machst denn du? Wirst du wohl hier zuschlagen? Jawohl. Boah. Ja, es war wichtig, dass mein Held hier den Wurm erlegt, weil nur dann gibt es auch die Erfahrungspunkte für das Töten des Wurms. Achso, hat er was dabei? Der hat theoretisch einen Rottwurm, Kiefergedöns, Zahn oder irgend sowas. Kann ich aber nicht rausnehmen, weil ich dazu unbedingt noch die Fähigkeit Tiere ausweiden brauche. Druidenschierling ist hier noch. Lass uns weiter. Und zwischendrin habe ich auf Duck eingeprügelt. Das war nicht gut. Entschuldigung. Ich hätte auf meinen Vater hören sollen. Der hat mich vor dem harten Geschäft eines Jägers gewarnt. Geh mit Duck jagen. 200 Erfahrungspunkte. Um den gefährlichen Wurm brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Sehr gut. Dieses Monstrum hat mir echt Angst gemacht. Das ist mir 30 Goldmünzen wert. Noch was, wenn du zum Tempel gehst, dann nimm diese Keulen rohes Fleisch mit. Im Lager wird immer Fleisch gebraucht. Ich bleib erstmal hier und ruhe mich aus. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Weißt du, ich bin kein so guter Lehrer. Louis ist dein Mann. Er ist ein guter Jäger und hat mehr Erfahrung. Er müsste auch irgendwo hier im Sumpf unterwegs sein. Kannst ihn ja mal fragen. Werde ich machen. Schade. Ja, dann erstmal Ende. Und ich muss unbedingt einen Trank benutzen. Jetzt, oder habe ich genug Fleisch? Ja, ich kann auch erstmal so ein paar... Ja, ich habe genug Fleisch, also. Das wird gehen. 1, 2, 3, 4... Und dann den Brathering mal wegmachen und hier rohe Bollen. So, 101 und 104, das reicht. Ja, ich würde gerne noch diesen
diesem Wurm hier seinen Kiefer rausmeißeln. Das geht aber nur, wenn ich Tiere ausweiden kann. Und das kann mir nur ein Jäger beibringen. Und ich habe ja gerade gelernt, Duck kann das nicht. Schade. Da gab es einmal Sumpfkraut. Und der Held ist doch bald wieder die nächste Stufe, oder? Ja, wohl, dauert noch eine Weile. Hallo, Ricardo.